Aufklärung abgeschlossen. Unser Feinde bestätigt. Was geht ab, ihr geilen Clubschicks? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von der Infinite Warfare Multiplayer Beta. Ich spiele wieder Herrschaft, ist einfach mein Lieblingsspielmodus und schon wieder auf der Map Throwback. Irgendwie kommt es nie dazu, dass wir andere Maps spielen, obwohl ich, was machst du da mit der Hand? Für andere Maps stimme. Und mir fällt gerade auf, ist das oben links der Name, wo man gerade... Lol, stimmt. Okay, das ist auch neu. Oben links unter der Minimap, da steht jetzt Buden, jetzt Gasse, Kino, Tickets. Also halt der Ort, wo man ist. Das kenne ich eigentlich sonst nur aus Counter-Strike. Gut. Ich denke, das wird ganz hilfreich sein für Ranked. Denn ich gehe mal davon aus, dass sie auf jeden Fall wieder Ranked reinbringen werden. Ist ja seit Advanced Warfare dabei. Ich hoffe, die machen das wieder so wie in Advanced Warfare. Denn da hat das richtig geschockt, einfach nur. In Black Ops 3 fand ich das ehrlich gesagt nicht so geil. Hat mich da irgendwie nicht so gepackt. Aber, in Advanced Warfare fand ich Ranked echt sehr geil. Da hat das Hammer Spaß gemacht. Da habe ich das ja auch immer mit Maurice gespielt und da gab es ja auch viele Aufnahmen. Da hatten wir echt immer gut Spaß dabei gehabt. Auch manchmal verschissen, aber was war das denn jetzt, ey? Aha! Okay, ich habe mal ein bisschen was umgeändert. Und zwar, ihr seht jetzt unten rechts, ich hatte gerade meine Drohne, die hat 600 Punkte gekostet. Das nächste kostet jetzt 2200. Das liegt daran, ich habe das Perk mitgenommen, dass man die Punkte behält und die Punkteserien halt nur einmal im Match kriegt. Das heißt, dass man länger braucht, die zu kriegen, als würde man das so machen. Interessant. Finde ich aber gut. Weil sonst wäre das auch zu einfach, denke ich. Keine Ahnung. Hier, was ist das Beste, was man haben kann? Tor ist auf jeden Fall ganz gut. Dass man hier irgendwie ein Tor nach 2 Minuten raushaut oder so. Fuck. Scheiße. Da hat er mich echt gesehen? Was? Finde ich frech. Das finde ich frech. Bis jetzt finde ich die NV4 am geilsten, muss ich sagen. Sowohl vom Aussehen als auch vom Spielen her. Mag ich die bis jetzt am liebsten. Scheiße, nein! Du Nudelsalat. Oh. In your face einfach nur. So. Ja, Wulleck. Ja, schon dabei. Oh, es gibt hier so viele Geräusche. Ich weiß nicht, ob das jetzt welche von Spielern sind oder irgendwelche Umgebungsgeräusche. Irgendein Geraschel oder sonstiges. Das ist ein bisschen verwirrend. Okay, schade. So, hole ich den halt so. Okay, da ist nichts zu sehen. Immer noch... Oh. Na komm. Dann halt so. Puh. Nein, nein! Ah! Feindliche Drohne in eurer Nähe. Also die Geräusche, die von Spielern kommen, von den Umgebungsgeräuschen zu unterscheiden, ist noch nicht ganz so leicht. Kriege ich noch nicht ganz so easy hin. Okay. Nein, nein, oh, lol, wie meine Waffe mitgeflogen ist. Vor allem, wie die Waffe geflogen ist. Da gab es irgendwie keine Anziehungskraft außer Kraftgesetze, Alter. Scheiß auf physikalische Gesetze. Gut, von wo wurde der denn umgebracht? Oh, lol, von ihm. Okay.
Nein! Ah, Moment mal. Kann das sein, dass, ich denke, die ganz außen sind die, die nah dran sind. Aber ich glaube, das sind die am weitesten weg sind. Und die in der Mitte sind, weiter von dem Kreis, die sind nah dran. Kann das sein? Oh. Okay. Weiter geht's. Okay. Oder auch nicht. So. Ja, 67 zu 100. Irgendwie, ich glaube, ich habe noch nicht ein Match gewonnen. Ich habe bis jetzt, glaube ich, immer nur verloren. Oder wie war es in meinen ersten? Das hatte ich, glaube ich, auch verloren, ne? Ja. Pass auf, werde ich jetzt weggesniped? Okay, nee, werde ich nicht. Bam! So nämlich. Okay, ich muss noch zwei Leute mit meiner Claw hier töten. Dann habe ich Bronze. What the sh... Was war... Ach so, ein Warden. Okay, so sieht ein Warden aus. Sieht aus wie ein... keine Ahnung. Irgendwie wie ein Ameisenbär, würde ich sagen. Von der Schnauze her ein bisschen. Also von dem... Don't fuck with the Ameisenbär. Nein! Die hat aber auch Bass hinter die Waffe, ne? Eieieiei. Also wenn die schießt, da brauchst du kein sonstiges was. Da brauchst du keine Bassverstärker oder sowas. Das Schussgeräusch von der Waffe müsste eigentlich stunnen können. Das wäre einfach der Shit. Okay, da ist einer nah dran. Der geht gerade... Ja, na, okay. Also der innere Kreis, das sind die, die nah dran sind. Der äußere, die sind weiter weg. Gut zu wissen. Ich habe hier jetzt einen. Irgendwo hinter mir ist einer. Ich versuche den mal gerade abzufangen vielleicht. Okay, oder auch nicht. Hätte ja sein können. Sag mal, haben die Gegner ein Tor oder was? Ja, haben sie. Alles klar. Das ist ziemlich ungeil. Gehen wir mal bowlen. So nicht. So, also das finde ich gut. Ich spiele jetzt nicht der Beste. Also 15 Kills, 19 Tode, 4 Eroberungen. Und hab gerade mal die Drohne und bin 660 Punkte vor den Versenger. Und dann noch viel weiter entfernt von dem Warden. Das heißt, trotz diesem Perk, was ich erst dachte, dass das ziemlich OP ist, weil dann jeder das halt kriegen kann, über das Spiel verteilt, wenn das lange genug geht und du genug Punkte machst. Das stimmt gar nicht. Die haben das so gut hingekriegt, dass nicht jeder, der am Ende 1 zu 30 spielt oder so, trotzdem hier sein, keine Ahnung was raushauen kann, sein Motherfucker. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, nicht campen, mein Freund. Jawohl, epische Musik überall. Bam, bam, bam. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber... Jawohl, ey, 82 zu 200. Rasiert einfach nur. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.